Die Berichterstattung über die tragischen Ereignisse in der Ukraine ist nicht immer objektiv. Am 13. Juni hatte die Tagesschau den ukrainischen Beschuss eines Marktes in Donetsk, bei dem 3 Menschen ums Leben kamen, als russischen Angriff bezeichnet. Nach dem heftigen Beschuss durch die ukrainische Armee am 13. Juni ging der Markt in Donetsk in Flammen auf. Behörden der Volksrepublik Donetsk zufolge wurden 3 Zivilisten getötet und 13 verletzt. In der Fernsehsendung hatte die Tagesschau den Beschuss zunächst als russische Attacke bezeichnet. In der 20-Uhr-Ausgabe wurden die falschen Informationen dann korrigiert. Украинский стреляет здесь. Может, военный объект? А вы спросите, а где тут военный объект? А где тут военный? Вот молоко, я у вагона стою. Молоко привозят, молоко. Это был военный объект. Пиваш, тут люди пиво пили. Скажите, мы их ненавидим, эту Америку, украинского, мы их ненавидим. Пора, пора утопить. Да. Что вы могли сказать за Путин? А что Путин? Путин мне дал работу и сдал спокойствие. А Зеленский мне забрал работу и спокойствие. Зеленский забрал. Украинские паспорта у всех. Зеленский забрал у меня паспорта. Российских паспортов нет здесь. Украинские паспорта. Ну как российские паспорта? Я не знаю, где русские паспорта здесь. А у нас нету русского паспорта. Зачем уничтожать? Я украинка. Я украинка, у меня украинский паспорт. Россия, пушка, пушка, не вас. Вы снабжаетесь. Польша, Америка. Это я шо? Вот они убивают. Со снарядом стою. Вот мои снаряды, это моя жизнь. Это меня скормят. Сколько лет на Козе скормят. Военных нет. Вот они, видите. Парикмахерскую вот разбили, все разбили. Передавайте, чтобы они прожили так, как мы тут люди живут. Ist nicht übrig von diesem Markt in der ostukrainischen Stadt Donetsk. 3 Menschen sollen bei dem russischen Angriff getötet, mehrere verletzt worden sein. Zivile Ziele. Immer wieder stehen sie unter Beschuss. Dies ist der Markt in der ostukrainischen Stadt Donetsk oder das, was davon übrig ist. Viel ist nicht übrig von diesem Markt in der ostukrainischen Stadt Donetsk. 3 Menschen sollen bei dem russischen Angriff getötet, mehrere verletzt worden sein. Gegen den massiven Beschuss der russischen Armee ist die Ukraine zunehmend machtlos. Der ukrainische Präsident frustriert über den Westen. Zivile Ziele. Immer wieder stehen sie unter Beschuss. Dies ist der Markt in der ostukrainischen Stadt Donetsk oder das, was davon übrig ist. An anderen Orten sind die ukrainischen Streitkräfte zunehmend machtlos gegen die massiven Angriffe der besser ausgerüsteten russischen Armee. Eindringlich bietet der Ukraine. Später entschuldigte sich die Tagesschau für diese Fehlinformation zum Ukraine-Krieg. Die Entschuldigung und Erklärung wurde aber nicht in der Fernsehsendung veröffentlicht, sondern nur auf der Blogseite des Nachrichtensenders. Am 13. Juni hat die Tagesschau auf der Grundlage eines Berichts der Nachrichtenagentur Reuters über den Beschuss eines Marktes in Donetsk berichtet. Demnach sind bei einem ukrainischen Artillerieangriff in der von prorussischen Separatisten besetzten Region mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Während diese Informationen von Reuters im Liveblog auf tagesschau.de korrekt wiedergegeben wurden, ist in der Fernsehberichterstattung ein Fehler passiert. Dort wurde versehentlich von einem russischen Angriff gesprochen. Uns ist der Fehler in der Abnahme des Beitrags nicht aufgefallen. Das ärgert uns sehr und wir bedauern das, denn es entspricht nicht der sonst gebotenen journalistischen Sorgfalt in unserer Berichterstattung. Trotz aller Zusicherungen der Tagesschau, dass sie die Falschinformation als aus Versehen verbreitet hat, werden viele Menschen das als eine absichtliche Faktenverfälschung und sei es auch durch die allzu versteckt erfolgte Gegendarstellung. Es informiert Sie das Ministerium für Wahrheit. Die Tagesschau ist mal wieder aufgeflogen. Nun wurde der Stream zur 20-Uhr-Sendung vom 13.06.2022 nachträglich bearbeitet. Dass die Ukraine ihre eigenen Zivilisten und Gebiete mit Artillerie beschossen hat, wird verschwiegen. In der Mediathek nachträglich bearbeitete Fassung, sodass viele Nutzer den Sachverhalt nicht mehr nachvollziehen können. Einige Systemtrolle unterstellen mir danach, ich hätte mir das ausgedacht. Das Lügen hat System. Nur wenn es zu arg auffällt, wird es gelöscht. Desinformation ist einer der Grundpfeiler des Staats-TV.
Fernsehgucken ist wie Videospielen. Man befindet sich in einer virtuellen, von anderen Menschen geschaffenen Welt. Можете обратиться к западным лидерам, к российскому руководству сейчас. Будет видео переведено на разные языки и вас услышат. Я прошу вас от всего Донецка, умоляю, перестаньте бить Донецк. Дети бедные, все, не только мои, все наши дети уже за 8 лет столько погибло, столько инвалидов. Дети лечатся у невропатологов, у психиатров. Прошу вас, поделите уже между собой эти земли, дайте нам жить спокойно. Все, возьмите. Счастливо. Спасибо.